und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und ich gucke gerade mal, das ist das Idol der vielen Hände? Früher mussten die Piraten das von Elaine stehlen, um sich zu beweisen. Zumindest haben sie mir das gesagt, als sie mich dazu gezwungen haben. Okay, ich wollte eigentlich nur mal kurz gucken, ob jetzt hier noch irgendetwas gewesen ist. Elaine ist wieder da, wo sie vorher auch war. Hi. Hi. Können wir mit ihr noch irgendwas besprechen? Ich liebe dich. Ich dich auch. Nein, offenbar. Moment. Den hätte ich ja fast übersehen. Moment. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Guybrush, du bist den Seeteufeln beigetreten. Das freut mich. Vielleicht hilft dir ein neues Hobby, dich vom Geheimnis abzulenken. sicher. Dann lass mal hören, was du zu bieten hast. Also, wir hatten... Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... ...wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Das ist schön, Guybrush. Aber ich glaube, du hast den interessantesten Teil ausgelassen. Wie war es im Inneren des Wals? Was passierte da drin? Die Menschen wollen von der Erfahrung hören. Das ergibt Sinn. Willst du es mal versuchen? Okay. Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Im Typen, der schon drin war, dachte ich, ich wollte ihm seine Freundin wegnehmen. Drin war es eklig. Weiche Böden und überall gelbes Zeug. Das Schiff wurde in zwei Hälften geteilt. Das klingt dann zwar am Ende unlogisch, aber machen wir mal. Das Schiff wurde in zwei Hälften geteilt. Morgan Le Fay und ich behaupten, dass wir verheiratet sind, um unerreichbar zu wirken. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Ja, genau. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Da war doch was von wegen, aus den eigenen Haaren, aus dem Rücken hatte sich ein Seil gemacht oder so, ne? Also bei Flucht der Karibik war das. Dann sind wir entkommen durch das Verdauungssystem. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Ich glaube, du hast es. Das könnte ein ganz neuer Weg für dich sein, Guybrush. Weißt du, mit wem du reden solltest? Apple Bob. Du musst natürlich zu LeChucks Schiff zurückkehren, aber er ist es wert. Danke. Apple Bob? Echt jetzt? Aber auf dem Schiff ist doch jetzt jemand, oder? Ich meine, wir können es trotzdem mal versuchen. Ich beeile mich besser. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen, aber Apple Bob, ja, er ist das. Halt, nein, 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 nein. Nicht nein. Den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Wieso habe ich das Ding bei ihm eigentlich nicht gesehen? Ja gut, bei Elaine ist es mir jetzt auch gerade eben das erste Mal aufgefallen. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Oh Gott, ja. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem riesigen Wal verschluckt. Ein echter zähnefletschender Schnurreißer, wenn es je einen gab. Das Schiff wurde in zwei Hälften geteilt. Was hatte ich jetzt? Angelschnur, ne? Genau. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Weißt du was? Ich glaube, deine Geschichte würde wirklich von etwas blumiger Sprache profitieren. Wenn ich zum Beispiel einen Fisch am Haken habe, sage ich nicht nur, dass ich einen Fisch am Haken habe. Ich sage, da war ein majestätischer Fisch, der wie flüssiges Silber glitzerte, durch die Wellen raste und meine Schnur streckte wie die Wahrheit im Mund eines Schuljungen. Aha, das scheint ein bisschen spannender zu sein. Willst du es mal versuchen?
Nein, will ich nicht. Ich will nicht immer das Gleiche anklicken. Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... Alabasterwal. Ein echter zähnefletschender... Okay. Wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Drin war es, als würde man auf Weichkäse laufen mit Flüssen von Erbsensuppen. Oh Gott, was habe ich denn da jetzt gesagt? Schiff wurde auseinandergerissen, ne? Das Schiff wurde auseinandergerissen wie vier betrunkene Hochzeitsgäste, die sich um die letzte Auster streiten. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Ich will jetzt nichts anderes machen, als ich vorher gesagt habe. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Umwerfend. Du webst eine Geschichte wie ein Tischset aus Weidengeflecht. Mit einem Mosaik aus Kaffeeflecken. Ist das gut? Engmaschig und nützlich. Die Kaffeeflecken verleihen ihm Charakter. Du solltest eine Geschichte im tollen Hecht erzählen. Heißt das, ich darf jetzt... Ja? Ja? Oh, ich habe schon total vergessen, was wir jetzt eigentlich machen wollten, wenn ich jetzt ehrlich bin. auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal nach Millie Island. Was habe ich denn jetzt bekommen als letztes? Ach so, genau, wir wollten ja eigentlich zu dem einen Schiff. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch noch hin. Aber ich muss jetzt erstmal eben das mit dem... Hallo. Ich bin ja gerade so abgelenkt, ich weiß auch nicht. Mit denen hier unten muss ich das machen, ne? Moment. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und sei nicht nervös, wenn du denkst, es sei ein Test, um zu sehen, ob du die Kunst beherrschst. Auch wenn das genau das ist. Okay. Ein Piratenjäger namens Morgan Le Fay hatte ein Schwert auf meinen ersten Mart gerichtet. Und dann, ganz plötzlich... wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Der scheint ja voll begeistert zu sein. Das Schiff wurde auseinandergerissen wie vier betrunkene Hochzeitsgäste, die sich um die letzte Auster streiten. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Und dann sind wir entkommen. Durch das Verdauungssystem. Mit dem Schiff und allem. Das ist eine schöne Geschichte. Aber sie klingt nicht wie die Erzählung eines Anglers, um ehrlich zu sein. Oh, euer Ernst. Ich dachte, ich soll jetzt die Geschichte, die ich jetzt quasi geübt habe... Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und sei nicht nervös, wenn du denkst, es sei ein Test, um zu sehen, ob du die Kunst beherrschst. Auch wenn das genau das ist. Also, es soll sich nach einem Angler anhören. Okay, dann gucken wir mal. Ich maschelte mit einem Spinnangler namens Flambé aus einem Krähennest. Und dann, ganz plötzlich... Wurde mein Schiff von einem ein echter Schnurreißer? Wurde unser Schiff von einem riesigen Kraken mit 40 Tentakeln angegriffen? Wurde unser Schiff von einem riesigen Kraken mit 40 Tentakeln angegriffen, die wie grässliche, sich windende Finger des Meeres selbst aussahen und nach uns griffen, um uns hinunterzuziehen? Die Mannschaft wollte sie zum Essen einladen. Ja, ist klar. Drinnen war es, als würde man auf Weichkäse laufen. Mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Köderkiste einer Landratte.
Zum Glück kann der durchschnittliche Seemann den Geschmack einer Meerjungfrau nicht von dem eines Bühnenreißers unterscheiden. Was? Wütend wie das Meer. Ja, das mit der Angelschnur hört sich aber nach einem Angler an, finde ich. Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Steckt mir einen Ring vom Kombiköder. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Du hast eindeutig alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich erkläre dich hiermit zum Seeteufel-Großmeister. Glückwunsch! Wow, danke. Das ist eine große Ehre. Und ich weiß, dass ich gesagt habe, dass es keine Belohnung für den Erfolg mit den Seeteufeln gibt, aber das ist schon eine echte Errungenschaft. Deshalb schenken wir dir diese Erinnerungstrophäe. Da steht Ehrenseeteufel. Oh, danke, Leute. Ich bin gerührt. Ehrenseeteufel, okay. Da steht Ehrenseeteufel. Kann die irgendwas? Ja, die Fische brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Beulensauger eintauschen. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Weil das Problem ist... Nee, Moment. Jetzt steht es vermeiden. Ach so, dem in die Augen zu schauen. Weil bei den anderen steht nämlich über... mich als Schleimall vorzustellen. Zu vermeiden, die zu berühren. Ah, ja, okay. Vielleicht hätte ich doch nicht tauschen müssen. Keine Ahnung. Wie heißen die Fische da oben? Bücklinge. Frag besser nicht, warum. Boah. Echt jetzt? Na gut. Wir werden jetzt erstmal wieder aufs Meer hinausgehen. Nachdem wir mal ebenso einen kleinen Abstecher gemacht haben, mit dem ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet habe, ehrlich gesagt. Hier. So. Da, Skorbut. Ich habe aufregende Neuigkeiten über Skorbut für euch. Lest das hier. Säbelfrüchte. Die neue erstaunliche Wunderfrucht. Lässt Haare nachwachsen, entfernt Bauchfett. Heilt auch Skorbut. Fantastisch. Hast du ein paar dieser wunderbaren Säbelfrüchte? Na klar, genau hier. Diese kleinen grünen Kerlchen. Bist du sicher, dass da keine Wissenschaft drin steckt? Seht euch das Flugblatt an. Ihr werdet keinen Hauch von Wissenschaft finden. Wir sind gerettet. Beiß rein und willkommen an Bord. Boah, endlich, ey. Oh. Das war jetzt aber wirklich... So, die wollten wir haben. Der Rest, der war ja... Kann ich da auch rein, oder? Ich bin mir sicher, dass sie eine kleine Flagge nicht vermissen werden. Aber ich frage lieber nicht nach. Okay, dann gehen wir mal wieder. So, was ist jetzt mit der Flagge? Wo ist denn die Flagge überhaupt? Ach so, da oben. Es ist Bella Fischers Flagge. Sie hat 15 kleine Markierungen am Rand und ist mit einem Loch versehen. 15 kleine Markierungen. Ja, aber wofür sind die Markierungen? Keine Ahnung. Kann man damit irgendwas machen? Genau. Die Flagge auf der Seekarte platzieren? Das Loch zeigt die genaue Position. Ich werde sie mit einem X markieren. Ach so. Okay. Ja. Fahren wir mal hin, würde ich sagen, ne? Anker untersuchen. Er ist an mein Schiff gekettet. Ja. Vorsicht da unten. Das ist wirklich spannend. Segeln. Ja, und nun? Die gefälschte Karte zum Geheimniswürdigen? Ich werfe nie ein gutes Stück Pergament weg. Okay.
Moment, was steht da? Anker lichten, herunterklettern. Liegen wir auf der Lauer oder warten wir einfach nur? 2 Minuten später. Aber ich habe 6 Minuten oben rechts noch. Hatte der nicht mal... Ah nee, der hatte irgendwas von 8 Minuten oder so gesagt. Ja, 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 okay, das passt dann. Okay. Was haben wir denn hier? Das muss das Schiff von... Es ist wunderschön. Sieht aus, als hätte ich dich aufgespürt. Man könnte sagen, ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Das Messer. Oh. Oder nimm's Messer nicht mehr. Ja. Können wir hier noch irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht wütend aus. Ich glaube, wir verschwinden dann mal lieber. In der Zwischenzeit. Also sagt der Schrubbi, der Mob oder der Eimer? Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun könnte. Warum dauert der Zauberspruch so lange? Entspann dich. Layla weiß, was sie tut. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Willst du mich oder meine Mutter beleidigen? Ja. Na, das klingt doch lohnenswert. Hä? Also erstmal, was heißt ich ja? Ich bin noch nicht einmal sterblich und ich spüre, wie die Minuten verrinnen. Ja, das ist ja ganz toll. Okay, 3 goldene Schlüssel haben wir. Er hat vielleicht etwas Meeresschlamm abgekriegt, aber immer noch einer der schönsten Schlüssel, die ich je gesehen habe. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht sind und dein Kopf am Bug des Schiffes klebt. Können wir damit irgendwas machen? Ach so! Ach ja! Moment, Ankerlichten. Ja klar, wir haben doch noch hier die Insel. Allerdings müssen wir natürlich auch noch herausfinden, wo der letzte ist. Also ich denke mal, dass hier noch ein Schlüssel sein wird. Und ich denke mal, dass dann noch einer... Ich guck mal eben, das waren jetzt 3, ne? Genau, und das sind ja 5 Stück, meine ich, insgesamt. Also hoffe ich mal, dass hier noch ein Schlüssel drauf sein wird. Jetzt bekomme ich auch noch Schluck auf. Und dass wir dann den letzten Schlüssel... Ja, wo finden wir den dann? Das ist eine gute Frage. Boah. Was hat er gesagt? Oder sie, es war glaube ich eine sie. Sie würde ihn irgendwo verstecken, wo ich ihn niemals finden würde. ich glaube, ich werde nicht schwimmen gehen, okay. Vielleicht hat sie ihn ja bei mir zu Hause versteckt. Nur mal so als kleiner Hinweis. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, aber ich würde sagen, dass wir hier allerdings einen kleinen Cut machen und dass wir uns die Insel an sich in der nächsten Folge angucken werden. Bis dann. Ciao.